400 Quadratmeter, 126 Trophäen und ein allgegenwärtiger Schriftzug. Cristiano Ronaldo bei der Einweihung seines ganz persönlichen Museums in seiner Heimatstadt Funchal. Viel Raum für Erinnerungen, nur das gewisse Etwas fehlt noch. Jetzt habe ich Platz für meine Trophäen, aber ich werde keine einzelne erwähnen, denn ich habe vor, weitere zu gewinnen. Und wenn der Ballon d'Or kommt, gibt es auch Platz dafür. Einmal wurde er schon zum Weltfußballer gewählt, 2008 nach dem Gewinn der Champions League mit Manchester United. Nun hat CR7 wieder sehr gute Chancen und bereits einen Vorgeschmack als Sieger des World Soccer Award. Ein schöner Preis, ich freue mich sehr darüber. Denn es handelt sich um einen Einzelpreis, auf den ich stolz bin aufgrund meiner kollektiven und individuellen Leistungen während der Saison. Ein weiterer wichtiger Preis, aber kein Zeichen, dass ich den Ballon d'Or gewinne. Das hoffe ich natürlich, aber ich bin nicht besessen davon. Trotzdem will Ronaldo auch in Zukunft so viele Trophäen wie möglich gewinnen, damit die 400 Quadratmeter nicht umsonst waren.